Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück bei Fräulein Elli. Ich möchte heute mit euch über ein Thema sprechen, das mich die letzten Tage ganz schön beschäftigt hat. Und zwar darüber, wie man es eigentlich schaffen kann, nicht ständig etwas Neues zu kaufen. Ihr wisst ja, dass ich jetzt schon länger dabei bin, zu versuchen, mein Leben nachhaltiger zu gestalten. Und da gehört es auch dazu, nicht einfach unreflektiert alle möglichen Sachen einzukaufen. Und das fällt mir natürlich immer noch schwer. Natürlich jetzt gerade, wenn Black Friday ist oder Cyber Monday oder wie die ganzen Tage heißen, an denen wir mit Rabatten überschüttet werden, da merke auch ich, dass ich natürlich trotzdem mir gerne noch was kaufen möchte und dass es dann manchmal eben auch nicht funktioniert, dass ich das dann nicht tue. Und ich glaube, da sind wir alle relativ gleich gestrickt, dass eben diese Tage, an denen das so krass forciert wird, dass wir einfach ganz viel kaufen, kaufen, kaufen sollen, dass uns das einfach dann nicht gelingt, uns zurückzuhalten und dann einfach richtig viel konsumieren und auch viele Dinge, die wir gar nicht brauchen können. Und da habe ich in den letzten Tagen doch nochmal darüber nachgedacht, wie kann man das eigentlich schaffen, das nicht zu tun, und habe mir gedacht, ich möchte gerne mit euch mal die Tipps teilen, die ich dazu gefunden habe. Teilweise setze ich die auch schon um, aber teilweise habe ich auch noch ein paar neue coole Tipps gefunden. Und es sind insgesamt 10 Tipps geworden, wie man weniger konsumieren kann. Und ich hoffe, dass da für euch was dabei ist. Und wenn ihr Bock auf das Thema habt, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Dann legen wir nämlich jetzt los damit. Ja, jetzt gerade ist es natürlich super krass, weil einfach so viele Tage jetzt kommen, wo viele Rabattschlachten gefahren werden. Also das aktuellste Beispiel ist ja der Schwarze Freitag, der jetzt gerade irgendwie um sich greift und super viele Rabatte hat. Und da ist es auf jeden Fall so, dass man sich da gar nicht so richtig vor verstecken kann, denn es ist halt überall. Es ist im Fernsehen, es ist in deinem E-Mail-Postfach, es ist bei Instagram oder generell in den sozialen Medien und im Internet und überall. Und es ist relativ schwierig, das nicht mitzubekommen, was es da für Angebote gibt. Aber der allererste Tipp, den ich habe, ist auf jeden Fall, in solchen Momenten zu versuchen, eben Werbung zu vermeiden. Man weiß ja ganz genau, wo man diese Werbung dann bekommt oder wo man halt besonders anfällig ist. Zum Beispiel, wenn jetzt bei Instagram irgendwelche Anzeigen geschaltet werden, dass man da dann vielleicht irgendwie eher mal verleitet wird oder dass man dann in seinem Postfach, bei seinen E-Mails, wenn da irgendwie ein gutes Angebot dabei ist, wenn man da dann öfter mal schwach wird oder droht, schwach zu werden, dann sollte man, wenn solche Tage sind und man weiß, ich brauche eigentlich nichts und ich muss gerade nichts kaufen, sollte man versuchen, sich davon fernzuhalten. Also wirklich an dem Tag dann mal nicht so oft ins E-Mail-Postfach schauen oder vielleicht gar nicht, oder bei Instagram einfach das Handy mal wegzulegen und da gar nicht erst reinzuschauen, auf jeden Fall nicht bei Amazon zu gucken, was es da für Angebote gibt. Da muss man dann wirklich mal schauen, dass man sich vielleicht für die Tage, wo man weiß, da ist es eh krass, da gibt super viele Angebote und Rabatte und ich brauche aber gar nichts, dass man da dann versucht, die Werbung zu vermeiden. Generell habe ich auch versucht, zum Beispiel weniger Newsletter zu abonnieren, also da wirklich genau zu gucken, welche braucht man wirklich, welche eigentlich nicht mehr, und die dann halt nach und nach auch auszusortieren, damit man auch gar nicht mehr mit so viel Werbung konfrontiert wird. Und da kann man auf jeden Fall versuchen, sich dafür zu sensibilisieren, wo man eigentlich überall diese Werbung bekommt, und dann auch zu versuchen, diese Situation zu vermeiden. Das geht natürlich nicht immer. Deswegen ist der zweite Tipp dann auf jeden Fall, nur was einzukaufen, wenn man auch wirklich eine Kaufabsicht hat. Das heißt, wenn man wirklich konkret etwas braucht, entweder weil etwas kaputt gegangen ist und man möchte das irgendwie erneuern oder weil man ein konkretes Problem lösen möchte, wenn man zum Beispiel in eine neue Wohnung zieht und man muss eine Wand anstreichen, dann braucht man dafür Farbe. Da hilft dann auch Abwarten nichts oder Sonstiges. Das Problem muss gelöst werden, also muss man dazu bestimmte Dinge kaufen, um das machen zu können. Und in einem solchen Fall geht man halt in die Läden und kauft sich genau das, was man dafür braucht. Beim Lebensmitteleinkauf ist es ja immer der Tipp, dass man halt auch einen Einkaufszettel schreibt und dann halt wirklich nur die Dinge kauft, die da auch draufstehen. Und genauso ist es halt bei allen anderen Läden auch. Man sollte gar nicht erst so ein Bummeln gehen und in die Läden reingehen, wenn man gar nichts benötigt, und einfach mal gucken, weil meistens wird dann aus einfach mal gucken auch einfach mal kaufen, und dann hat man relativ viele Dinge eingekauft, die man gar nicht braucht. Also man sollte die Geschäfte erst dann auch aufsuchen, wenn man wirklich etwas Konkretes kaufen will, und das dann eben dann aber auch wirklich einkaufen, und dann ist es auch völlig in Ordnung, wenn man dann halt länger shoppt, weil man halt bestimmte Dinge einfach braucht.
Und klar, es ist auch okay, einfach mal zu shoppen, weil man darauf Lust hat, weil es auch eine schöne Freizeitbeschäftigung ist. Das weiß ich selber von mir auch. Es macht mir natürlich Spaß, einfach mal zu bummeln und mich mal leiten zu lassen durch alle Geschäfte und einfach mal zu schauen, was es da so gibt. Wenn ihr also auch von der Sorte seid, die sagt, okay, ich kann aber nicht einfach nur in die Stadt gehen, wenn ich was brauche, oder vielleicht pendelt ihr auch und müsst dann immer durch Innenstädte gehen und kriegt halt super viele Sachen auch zu Gesicht, die euch vielleicht auch gut gefallen, dann hilft dieser Tipp natürlich nur bedingt weiter. Da gibt es aber dann andere Dinge, die ihr machen könnt, um euch davon abzuhalten, dann ständig einfach etwas zu kaufen, weil ihr es seht. Weil es ist natürlich so, dass man von der Werbung mal verleitet wird oder dass vielleicht auch Freunde tolle Sachen haben, die man dann richtig cool findet, wo man denkt, boah, das müsste ich mir eigentlich auch mal kaufen. Und für genau solche Momente sind dann die nächsten Tipps, die ich gefunden habe, von denen ich auch einige echt nützlich finde. Und zwar der erste Tipp, den ich da habe, ist die 30 Tage 10 Minuten Regel. Und das ist so, dass wenn man eine größere Anschaffung plant, beziehungsweise wenn man in einem Laden ist und man sieht zum Beispiel ein elektronisches Gerät, was man gerne mal hätte, keine Ahnung, man läuft irgendwie durch den Mediamarkt und dann sieht man einen wunderschönen Kaffeevollautomaten und denkt sich, ich wollte das schon immer mal haben und ist dann irgendwie schon halbwegs kurz entschlossen, sich das zuzulegen, das Teil, dann sollte man einfach nach Hause gehen und wirklich 30 Tage lang quasi darüber nachdenken, ob man das wirklich haben will. Man kann sich dann so eine Liste anlegen, wo die Dinge draufstehen, die halt ein bisschen mehr kosten, die man sich, wo man die Idee hatte, sich das anzuschaffen, schreibt man dann auf eine Liste und 30 Tage später überlegt man nochmal, ob man das wirklich haben möchte. Hat man in der Zwischenzeit öfter mal darüber nachgedacht, dass man das wirklich haben will, ist das wirklich etwas, was man braucht? Weil wenn man nach 30 Tagen immer noch sagt, ja, ich möchte das wirklich kaufen und ich habe in der Zwischenzeit auch öfter darüber nachgedacht, dass ich das wirklich mir zulegen möchte, dann kann man losgehen und sich es kaufen. Dann hat man lange genug darüber nachgedacht und dann passt es auch. Das ist natürlich jetzt nichts, was man macht, wenn man in der Drogerie meinetwegen ist und man fragt sich, ob man diese Lidschattenpalette für 10 Euro kaufen soll. Dann muss man natürlich nicht unbedingt 30 Tage das auf eine Liste schreiben. Kann man natürlich auch machen, aber wenn es dann eine Limited Edition ist, dann gibt es die wahrscheinlich auch nicht mehr. Das heißt, das sind dann so Momente, da sollte man sich weniger Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, oder da darf man sich auch weniger Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Und zwar sind das dann die 10 Minuten. Wenn man also durch so einen Laden läuft und man überlegt, ob man sich etwas Bestimmtes kaufen soll, was man aber vorher nicht auf seinem Zettel stehen hatte, dann sollte man einfach mal noch 10 Minuten durch den Laden gehen oder meinetwegen auch erstmal die anderen Sachen kaufen und dann einfach rausgehen aus dem Laden und noch mal ein bisschen weitergehen. Und wenn man dann nach 10 Minuten immer noch das Gefühl hat, ich möchte das wirklich kaufen, dann kann man das auch machen. In den allermeisten Fällen ist es aber sowohl bei der 30-Tage-Regel als auch bei den 10 Minuten so, dass dann halt dieser Reiz, den man halt hatte, als man das erste Mal gesehen hat und dachte, boah, das will ich super gerne haben, dann aber auch wieder verflogen ist, weil das nichts ist, was man wirklich ganz dringend braucht. Und in den allermeisten Fällen kauft man es dann halt einfach nicht. Das heißt, wenn ihr euch da bewusst eine gewisse Zeitspanne selber setzt, die ihr dann braucht, um das Ganze nochmal zu überdenken oder eben an was ganz anderes zu denken, dann könnt ihr ganz vielen Impulskäufen vorbeugen. Und das geht natürlich auch im Internet. Wenn ihr da etwas findet, was ihr super gerne glaubt haben zu wollen, könnt ihr euch natürlich auch sagen, okay, ich mache jetzt aber erstmal eine halbe Stunde was anderes. Und wenn ich dann immer noch der Meinung bin, dass das eine gute Idee ist, dann kann ich immer noch zurückgehen in den Online-Shop und mir das dann kaufen. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, den ich jetzt auch umsetzen werde, beziehungsweise teilweise auch schon angewandt habe. Und das werde ich auf jeden Fall, da werde ich noch doller darauf achten, das zu tun, weil ich glaube, das funktioniert wirklich, wirklich gut. Dann der vierte Tipp, den ich habe, das ist etwas, das sollte ich definitiv umsetzen. Ich bezahle super gerne mit Karte, aber es ist eigentlich gar nicht so clever, weil man dann nicht unbedingt den Überblick behält, weil man gar nicht so genau eben diesen physischen Moment hat, dass Bargeld den Besitzer wechselt. Wenn ihr also zum Beispiel so eine kleine Shoppingtour machen wollt, weil das halt etwas ist, was ihr gerne macht, dann nehmt am besten nur Bargeld mit, weil dann wisst ihr ganz genau, wie viel Bargeld ihr eingesteckt habt. Und das kann dann ja auch euer Limit sein, was ihr euch selber setzt, wofür ihr euch dann was kaufen möchtet. Und wenn dieses Bargeld dann
leer ist, dann holt auch kein neues nach. Dann wisst ihr, das ist jetzt das Ende, ich kann nichts mehr kaufen. Und oft kaufen wir dann weniger, weil wir einfach selber bemerken, wie unser Bargeld im Portemonnaie weniger wird. Und tatsächlich ist es auch was anderes, ob man jemand anderem wirklich physisch sein Geld übergibt oder ob das quasi man die Karte irgendwo reinsteckt und dann passiert eigentlich, außer dass man die Geheimzahl eingibt und es einmal piept, passiert gar nicht wirklich was. Man hat also quasi wirklich nicht diesen Moment, wo man merkt, dass das eigene Geld jetzt weniger geworden ist. Und das könnt ihr natürlich, wenn ihr Bargeld dabei habt, schon auch herbeiführen, dass ihr das wirklich seht, wie euer Geld weniger wird und jemand anderes bekommt euer Geld. Ihr bekommt dafür natürlich auch was, aber wenn das halt keine Dinge sind, die ihr wirklich brauchtet oder ganz dringend schon länger haben wolltet, dann tut es halt irgendwann weh, dass man sein Bargeld dafür eintauschen muss. Und das ist eigentlich echt ein ganz guter Tipp, den ich bisher noch nicht so befolgt habe. Das werde ich jetzt auf jeden Fall noch einführen, dass ich mir das bewusster mache und vorher halt Bargeld habe und auch vorher, bevor ich losgehe, schaue, wie viel Bargeld in meinem Portemonnaie noch drin war, damit ich das später auch prüfen kann. Darum dreht sich auch der nächste Tipp, und zwar, dass man seine ganzen Ausgaben auch aufschreibt. So ganz klassisch wie früher in einem Haushaltsbuch muss das gar nicht unbedingt sein. Also ihr müsst jetzt nicht jedes Paket Mehl, was ihr im Monat kauft, jetzt in eine Liste schreiben. Aber bei so Ausgaben, die halt außer der Reihe sind, könnt ihr das auf jeden Fall machen. Oder ihr macht vielleicht so eine Kategorie Lebensmittel, wo ihr einfach alles aufschreibt, was ihr an Lebensmitteln ausgibt, damit ihr einfach mal einen groben Überblick bekommt, was ihr eigentlich alles so kauft. Und da werdet ihr euch wirklich, wenn ihr das konsequent macht, am Ende des Monats wundern, wie viel Geld ihr ausgegeben habt. Das würdet ihr nämlich dann gar nicht mehr so genau wissen, was ihr so Anfang des Monats alles ausgegeben habt, wenn ihr das nicht aufgeschrieben habt. Und mir geht das ganz oft so, wenn ich in meiner Online-App quasi schaue, wie mein Kontostand ist, dann sehe ich ja auch alle Abbuchungen und da ich so viel mit Karte zahle, bin ich dann schon verwundert, wie sich das dann so aufsummiert, was ich da alles ausgegeben habe. Und diesen Effekt habt ihr natürlich auch, wenn ihr das alles direkt aufschreibt. Das heißt, wenn man das so macht, dann hat man definitiv ein gutes Gefühl dafür, was man alles so ausgibt und dann ist man wahrscheinlich auch nicht so schnell dabei, einfach mal impulsmäßig was zu kaufen, weil man das halt dann ja auch in diese Liste schreiben muss und das eben in diesem Moment dann einem auch klar wird, dass man da etwas gekauft hat, was man eigentlich gar nicht so dringend brauchte. Dann der sechste Tipp, den finde ich ziemlich interessant, das habe ich noch nie so gemacht, aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und zwar geht es beim sechsten Tipp darum, dass man, bevor man etwas kauft, sich überlegt, wo genau man das in seiner Wohnung, in seinem Zimmer, in seinem Haus dann aufbewahren will. Also wo soll dieses Ding bei mir zu Hause wohnen? Welchen Platz soll es haben? Und in dem Moment, wo man anfängt darüber nachzudenken, wo das neue Ding eigentlich einziehen soll, wird man bemerken, dass an dieser Stelle schon diverse andere Dinge stehen, die vielleicht sogar auch sehr ähnlich sind und dass man dieses Ding gar nicht braucht. Oder aber man findet einen Platz, wo dieses Ding wohnen kann und kann das dann auch mitnehmen, bedeutet dann aber, dass halt weitere Dinge dann eben an diesem Platz nicht sein können. Das finde ich eine ziemlich gute Idee, weil man sich dann schon damit gedanklich befasst, was man mit diesem Ding eigentlich später machen will. Weil gerade bei so Impulskäufen, wo man denkt, oh, das ist toll, wenn man mal länger darüber nachdenkt, dann weiß man gar nicht so genau, wofür man das benutzen will oder man benutzt das wahrscheinlich gar nicht so oft und dann dafür halt einen Platz in seiner Wohnung freizuräumen, wo nur dieses Ding eben dann seinen Platz hat, ist dann schon ein interessanter Weg, um sich das klar zu machen, ob man das wirklich oft benutzen wird und welche andere Dinge vielleicht auch Platz dafür machen müssen. Und das ist auch eine Idee, die ich schon öfter mal gelesen habe, die damit zusammenhängt, dass man halt dann Sachen, die man neu kauft, nur dann mitnimmt, wenn dafür ein altes Teil halt aussortiert wird. Das habe ich schon öfter im Bereich der Kleidung gehört, dass halt viele sagen, ich habe jetzt meinen Kleiderschrank einmal richtig gut aussortiert und ich nehme jetzt nur noch Klamotten rein, wenn ein anderes Teil dafür dann geht. Das heißt, ich versuche immer die gleiche Anzahl an Klamotten zu haben und das machen viele halt auch bei anderen Dingen. Bei Büchern muss erst eins gehen und dann kommt ein neues wieder in die Sammlung dazu. Es gibt ganz viele Bereiche, wo Menschen das nur machen. Ich habe das bisher eigentlich noch nicht so gemacht, dass ich immer so diesen Tausch, was Neues gegen was Altes gemacht habe. Aber auch das hängt natürlich damit zusammen. Man merkt dann schon, wenn man sich vorher überlegt, wohin dieser Gegenstand wandern soll, dass da andere Gegenstände sind, die eigentlich schon da sind und dass man vielleicht gar nichts Neues braucht.
Finde ich auf jeden Fall eine spannende Idee, werde ich definitiv mal ausprobieren. Dann der siebte Tipp ist das Ausmisten. Und das kann ich euch wirklich empfehlen, denn es gibt keinen Moment, wo einem bewusster wird, was man alles hat, wie wenn man ausmistet. Denn dafür muss man erstmal alles aus den Ecken holen, damit man wirklich weiß, was alles weg kann. Und da wundert man sich wirklich, was man alles hat. Ich verlinke euch gerne mal hier oben mein Ausmistvideo mit dem Kleiderschrank, wo ich nach der Marie Kondo-Methode ausgemistet habe. Und es ist unglaublich, was für ein riesiger Haufen da am Anfang lag. Und wie viel davon ich eigentlich, ja, ausgemistet habe, weil es gar nicht unbedingt Sachen waren, die ich wirklich gerne mochte. Und das ist, hört natürlich nicht nur beim Thema Kleiderschrank auf, sondern das ist überall so. Wenn man mal ganz genau in seine Schränke schaut und guckt, was man davon alles eigentlich wirklich braucht, dann ist es gar nicht so viel. Und je öfter man ausmistet, umso mehr hat man auch im Überblick, was man braucht. Weil oft kauft man Dinge und ist der Meinung, man braucht sie wirklich. Weil man hat ja noch gar keinen schwarzen Bläser. Oder man hat ja bestimmt noch gar keine Weihnachtstasse oder sonstiges. Aber wenn man mal genau im Schrank guckt, dann hat man schon 5 schwarze Jacken, die auch alle funktionieren würden für den Moment, wo man diesen schwarzen Bläser brauchte. Und man hat ungefähr 30 Tassen und braucht nicht wirklich eine Weihnachtstasse für 4 Wochen im Jahr. Und das sind halt solche Momente, da macht es oft so ein bisschen Klick, dass man denkt, okay, krass, ich besitze richtig viel und ich brauche auch nicht mehr. Ich muss eher Sachen ausmisten, damit ich mal Platz habe in meinen Schränken. Und das ist deswegen etwas, das wirklich dabei hilft, noch mehr Sachen zu kaufen. Weil die Sachen, die man ausmistet, die muss man ja auch erstmal loswerden. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man sie nicht einfach wegschmeißen will, sondern noch einen guten neuen Platz für diese Dinge finden will. Überlegt man sich vorher, ob man sich viele neue Dinge anschafft, die dann vielleicht auch nur zu Hause rumliegen und die man dann später auch irgendwie wieder loswerden muss. Und das ist auf jeden Fall eine gute Methode, finde ich. Und macht auch Spaß, wenn man es dann öfter macht, macht es tatsächlich auch Spaß. Ja, dieses Ausmisten ist dann wirklich so ein befreiender Prozess irgendwie. Das hätte ich auch gar nicht gedacht, aber es ist auf jeden Fall so. Und ich kann euch das nur ans Herz legen, das auch nur für euch auszuprobieren. So, der achte Tipp ist auf jeden Fall, Dinge gebraucht zu kaufen. Ich mache das jetzt auf jeden Fall in diesem Jahr sehr vermehrt, dass ich nicht Dinge neu kaufe, weil das in vielen Fällen auch gar nicht nötig ist. Und der Effekt ist auf jeden Fall, dass wenn man Dinge gebraucht kauft, das auf jeden Fall oft länger dauert. Also wenn ihr bestimmte Dinge haben wollt, wie ein Kleidungsstück oder irgendwie auch ein Elektrogerät, dann ist es nicht so einfach, genau das, was ihr jetzt haben wollt, auch gebraucht zu finden, weil das ist dann eben nicht wie im Laden auf der Stange und es gibt das gleiche Ding 20 Mal, sondern das ist dann halt jedes Mal so ein kleines Unikat und ihr müsst dann erstmal das Richtige finden. Das heißt, der Prozess des Kaufens ist auf jeden Fall ein bisschen länger, was oft auch dabei hilft, so Impulskäufe dann gleich auch im Keim zu ersticken. Und wenn ihr das dann kauft, dann ist es natürlich auch super, weil es nicht neu produziert wurde für euch und ihr halt ein zweites Leben einem Gegenstand schenkt. Manchmal muss man aber gar nicht kaufen, sondern man kann auch einfach leihen. Zum Beispiel, wenn es irgendwie große Dinge sind, wie irgendwie eine Heckenschere oder so, die braucht man halt ein- oder zweimal im Jahr. Die kann man auch vom Nachbar leihen, vielleicht ihm ein kleines bisschen Geld dafür geben, dass man das halt benutzen darf. Aber ihr müsst das nicht neu kaufen. Das ist mit ganz vielen Dingen so, dass man Sachen auch einfach mal ausleihen kann. Keine Ahnung, man möchte mal ein schönes Kaffeekränzchen mit Waffeln machen. Dann leiht man sich halt das Waffeleisen von Mutti, aber dann muss man sich nicht das Neue direkt kaufen, sondern kann man das auch einfach benutzen. Weil viele Dinge gehen ja nicht kaputt, wenn man sie einmal benutzt. Die kann man ja danach einfach wieder zurückgeben und funktioniert weiterhin. Und das sind halt so Dinge, über die kann man nachdenken, dass man Dinge entweder gebraucht kauft, weil viele von denen einfach gar nicht in einem schlechten Zustand sind, wenn man sie gebraucht kauft, oder dass man halt Dinge eben ausleiht und nicht kauft, weil das sind alles Momente, wo Sachen einfach langsamer werden, wo man eben nicht mal eben auf den Button drückt und schon hat man das gekauft, sondern da muss man sich damit auseinandersetzen und da muss man mit anderen Leuten sich darüber unterhalten, weil man halt von denen das kaufen oder leihen will. Und dann wiederum ist es halt ein ganz anderer Prozess, als wenn man das mal eben so einkauft. Die neunte Sache ist, dass man eher in Erlebnisse investieren sollte als in Dinge. Oft ist es ja so, dass man Sachen einfach kauft, weil einem langweilig ist. Jetzt gerade in der Pandemie ist es natürlich noch schlimmer als sonst. Viele sind zu Hause ja richtig gehend eingesperrt, beziehungsweise sehen nicht viele andere Menschen und man kann halt nicht irgendwie ins Restaurant gehen, was man sonst vielleicht machen würde, um sich den Abend zu vertreiben oder in die Kneipe zu gehen.
Und dann ist einem halt langweilig und dann sieht man eben doppelt so viele Werbung wie sonst. Man kriegt ganz viele Angebote mit, die man sonst vielleicht gar nicht sehen würde. Und dann kauft man es einfach, weil einem langweilig ist und weil man halt eben so diese Faszination des Neuen dann irgendwie erleben will und sich dann so ein bisschen diese Zeit einfach vertreiben will. Das kann man aber genauso machen, indem man halt was unternimmt. Klar, jetzt gerade sind viele Dinge ein bisschen eingeschränkt, aber man kann auf jeden Fall in die frische Luft gehen, wandern gehen, die Natur genießen oder man kann Erlebnisse planen. Man kann zum Beispiel sich einen Traumurlaub zusammen stricken, schon mal auf dem Papier, den man dann buchen möchte, wenn es wieder geht. Also man kann auf jeden Fall sich da auch neben dem Materiellen noch was Schönes halt ausdenken, was man dann mit dem Partner, mit Freunden oder auch alleine einfach machen kann. Und man sollte auf jeden Fall mehr in Erlebnisse investieren als in Materielles. Gerade wenn alles wieder wie gewohnt einfach abläuft im Leben, dann kann man viel besser mit Leuten was unternehmen oder denen das auch schenken, als irgendwie große materielle Geschenke zu verschenken, weil man einfach von einem Urlaub, da kann man noch jahrelang sprechen und sich darüber freuen. Viele Dinge, die man halt verschenkt hat, die materiell waren, da erinnert man sich ein oder zwei Jahre später gar nicht mehr dran. Wenn man zusammen irgendwie wegfährt oder irgendwie sich ein schönes Wochenende macht oder zusammen ein Konzert besucht, ein Theaterstück, irgendwas, da kann man auf jeden Fall noch länger darüber erzählen und das ist auf jeden Fall mehr wert als irgendeine Anschaffung, die man sonst so machen könnte. Und die zehnte Idee ist eine, die ich besonders cool finde, merke ich auch immer wieder mit dem YouTube-Channel hier. Challenge dich doch einfach mal. Überleg dir doch einfach mal, dir eine No-Buy-Woche oder ein No-Buy-Month meinetwegen einzulegen, wo du wirklich außer Lebensmittel einfach gar nichts kaufst. Dann wirst du auf jeden Fall bemerken, ob dir das fehlt, bestimmte Dinge zu kaufen oder ob das einfach gar nicht nötig ist, du das gar nicht brauchst. Und am Anfang solltest du vielleicht nicht sagen, ich kaufe jetzt ein halbes Jahr lang gar nichts, weil das wird definitiv nicht einfach so funktionieren, wenn du dich damit vorher nicht auseinandergesetzt hast. Aber du kannst ja einfach mal eine Woche lang versuchen, nichts einzukaufen und mal schauen, was das mit dir macht. Ich habe tatsächlich hier für diesen Kanal schon mehrere Challenges gemacht und es war halt spannend jedes Mal, was mit mir passiert, wenn ich das tue. Und ich kann es dir nur ans Herz legen, dass du dir selber mal eine Aufgabe stellst, wenn du zum Beispiel weißt, okay, wenn ich zu Hause abends bin, dann checke ich jeden Abend irgendwie Amazon und dann kaufe ich mir auf jeden Fall auch immer was. Dann sag dir doch einfach mal, ich werde jetzt eine Woche lang nicht bei Amazon schauen. Ich werde diese Seite gar nicht besuchen und gucke, was passiert. Oder du weißt, wenn ich in der Innenstadt bin, dann gehe ich immer in diesen einen Laden und kaufe immer irgendwas. Dann verbietest du dir einfach mal eine Woche lang in diesen Laden zu gehen und schaust, was dann passiert. Oder du machst wirklich die ganz harte Variante und kaufst einfach gar nichts anderes, außer Lebensmittel, die du halt wirklich brauchst, um zu überleben sozusagen. Und dann schaust du mal, was das mit dir macht. Ich finde das immer wieder spannend und ich glaube, da unterschätzen wir uns auch ganz oft, mit wie wenig wir eigentlich auskommen und wir müssen uns einfach nur mal in die Lage zu versetzen, dass das einfach mal unbequem wird für ein paar Tage, damit man das auch einfach mal bemerkt, wie viel man schon hat und wie wenig man eigentlich braucht. Ich hoffe sehr, dass bei den 10 Tipps jetzt vielleicht der ein oder andere für dich dabei war, dass du eine Inspiration gefunden hast, wie du vielleicht einfach weniger kaufen kannst. Lass mir doch gerne noch Tipps da, wenn du auch schon dir Gedanken gemacht hast und vielleicht auch schon den einen oder anderen Weg gefunden hast, wie du dich davon abhalten kannst, einfach sinnlos Dinge einzukaufen. Dann lass uns das gerne wissen, damit die anderen, die dieses Video schauen, da auch noch neue Ideen finden. Ich freue mich auf jeden Fall auch von dir zu hören, damit ich noch mehr Inspiration bekomme, wie ich das angehen kann. Und ich hoffe, wir sehen uns nächsten Dienstag wieder. Ich wünsche dir alles Gute, bleib auf jeden Fall gesund und wenn du Lust hast, dann abonniere doch meinen Kanal oder schau dir noch zwei weitere Videos von mir an. Ich würde sagen, bis dann, tschüssi!